Guten Tag und willkommen zurück hier bei New Super Mario Bros. Wie versprochen zeige ich euch hier noch den Secret Exit in Welt 3. Und da muss man ein bisschen schnell für sein, einfach den Schalter betätigen und dann zu der Tür unten rennen. Ich bin ja jetzt 5000 Mal dran vorbeigerannt. Weil ich habe mir... Oh Mann, ey. Ich habe mir eigentlich schon gedacht, okay... Der Secret Exit hat bestimmt mit irgendeinem der Schalter zu tun. Dann habe ich mir gedacht, die Tür, die dort spawnt, vielleicht spawnt ja noch eine andere Tür. Dann bin ich erst zur Starcoin gerannt, ich bin zur Plattform, die hoch und runter fährt, gerannt, hab da geschaut. Aber dass die Tür dort unten spawnt, hätte ich nicht gedacht. Also ich bin tausendmal dran vorbeigerannt, hab's dann... nur so aus dem Augenwinkel gesehen, dass da irgendwas passiert ist. Und dann dachte ich mir, ah, okay. Okay, anscheinend ist dort dann die ganze Zeit eine Tür erschienen und ich hab's nicht gesehen. Und ja, ganz genau so war's auch. Nun gut, wie gesagt, wir machen weiter mit Welt 4 und kommen auch schon zu meiner Lieblingswelt. Ja. Tatsächlich ist Level 4 meine Lieblingswelt. Ich weiß nicht warum. Ich finde die Dschungelwelten in den Mario-Spielen immer am allergeilsten. Aber generell immer so die zweite Hälfte der Mario-Spiele nach Welt 3 bin ich einfach stark. Ich weiß nicht warum. Ich finde die einfach nice. Die Dschungelwelt, die Eiswelt, dann die Gebirgswelt, die Wolkenwelt und die Lavawelt. Finde ich irgendwie immer am geilsten. Aber trotzdem ist die Dschungelwelt immer mein Liebling. So, zumindest so von den Spielen, die von Nintendo stammen. Es gibt natürlich auch noch irgendwie Hacks, die ja dann eigene Themes mit reinbringen. Klar, sowas ist dann natürlich immer nochmal geiler, weil so Custom-Welten... Sind halt einfach nice. Aber ich denke, da werden wir nochmal drüber sprechen, wenn ich dann mal irgendwann ein Hack spielen sollte. Ey, wie komme ich denn da dran? Och Mann, ey, bestimmt von dem Fragezeichenblock, wo ich nicht hochgegangen bin gerade, weil ich dachte, man kommt da noch dran. Ja, dumm. Muss ich einfach mehr auf mein Bauchgefühl hören. Nicht dem Spiel irgendwie vertrauen, dass es fair ist oder so, keine Ahnung. Naja. Was soll's? Machen wir weiter, rennen dann gleich nochmal durch den Level durch und holen uns die Starcoin. Apropos durchrennen. Das ist jetzt nicht passiert. Das ist jetzt nicht... Ach komm schon, Alter. Aber Moment, kann ich dann wenigstens die Starcoin holen? Ja. Ach hier, die Spinne muss man benutzen. Ja, ich bin dumm. Ich dachte, man müsste das dann so lösen. Kann man auch, aber... ich wollte das eigentlich mit einer Spinne lösen, die ich schon... gekillt hab. Ja, toll. Ah, und tatsächlich. Ich erinnere mich richtig. Man kann stampfen, damit Plessy sich duckt. Oder? Nee, das ist Nessie. Stimmt. Plessy war ja das rot-pinke Vieh. Das ist Nessie. Und Plessy ist das aus... 3D World, genau. So. Jetzt schauen wir aber mal, dass wir die dritte Starcoin bekommen, ohne zu sterben. So. Genau so wollte ich es lösen. Und jetzt fängt das Failen an, ne? Jetzt fängt das Failen an. In einer Welt, die ich eigentlich echt geil finde.
Aber wenn es so beginnt, dann könnte ich schon wieder das Kotzen bekommen. Mann, ey. So. So wollte ich es eigentlich lösen. Wollte es hier mit der Spinne machen. Aber nee. Zurückspringen ist nicht. Boah, können wir dann auch mal das Level beenden oder bin ich zu blöd dafür? Dass ich dann da in den Goomba reinlaufe, Mann. Was ist denn hier los? Direkt zwei Fails zu Beginn der Welt. So. So, die beiden weg. Am besten hier oben starten. Und nicht zwischen die Goomba springen, sondern auf den Goomba. Und dann schafft man es auch. Alles klar. Let's go. Komm, scheißegal. Lassen wir hinter uns. Schlechter Start. Was soll's. Hier machen wir mal noch auf. Ja, nee. So, hier machen wir auf. Speichern kurz. Und machen dann direkt weiter. Oh, was? Hä? Was ist denn hier los? Ein Pilzlevel? Ach, mit diesen Biegepilzen. Ja, die sind cool. Die sind echt cool. Der Level gefällt mir. Da muss man zwar echt sehr gut aufpassen. Auch etwas schwieriger hier. Aber... Ach, komm, ey. Aber ich finde das cool. Ich finde das sehr geil. Und freue mich schon, wenn ich hier First Try durch bin. Sag ich jetzt einfach mal so. Ist zumindest so die Hoffnung, die ich habe. Komm, nehmen wir uns hier den. Brauchen wir nicht mit dem Pilz rumhampeln. Können uns die Starcoin schön auf entspannt gönnen. Ganz ehrlich, keine Ahnung, was jetzt los ist. Ich weiß es nicht. Bis jetzt kaum Fails und jetzt nach Welt 3 geht das Gefehle los. So, so wollte ich das machen. Meine Fresse, ey. Ich traue mich aber auch manchmal nicht, Jumps zu machen. Und dann zögere ich und dann, ja, endet's so in einem Fail. Kommt man da dann rüber? Okay, wunderbar. Okay, zum Glück eine Ranke. Hätte ja auch ein Abpilz sein können. Da hätte ich echt keinen Bock drauf gehabt. So, dritte Starcoin. Und weiter geht's. Aber ja. Ich hab schon gedacht, das wird schwieriger hier. Aber eigentlich dachte ich, das wird schwieriger wegen den Pilzen. Aber hinterher wurde mir meine eigene Blödheit nur zum Verhängnis. Und wir kriegen es sogar noch mit einem Wasserlevel zu tun. In Secret Exit? Ich glaube hier im Level, oder? So wie es aussieht. Aber wo denn? Ich habe jetzt nichts gesehen, muss ich sagen. Vielleicht hier am Anfang? Es geht hier auch nirgendwo hoch, ne? Also es
könnte noch nicht mal... Ah, hau ab. Könnte noch nicht mal oben versteckt sein. Weil die Kamera geht noch nicht mal hoch. Nö. Könnte höchstens sein, dass sie irgendwo eine Ranke ist, aber von so random Ranken bin ich jetzt kein Freund, muss ich sagen. Wenn einfach irgendwo so ein Rankenblock ist, das wäre uncool. Hau ab, och Mann, hau ab. Gut. Oh nein. Ist da oben der Rankenblock? Nein, da ist nur ein One-Up zum Glück. Okay. Ah, ja, gut, was heißt zum Glück? Dann hätte ich den wenigstens gefunden, Secret Exit, aber... Naja. Aua. Da oben war auch nix. Allerhöchstens da bei den... Bei den Blöcken hier, ne? Hier könnte was sein. Da ist auch nix. Hier! Jawoll! Nice. Okay, wenn da so Münzen sind, also die Münzen sollen einen natürlich verwirren die ganze Zeit. Dass man da dann schaut und sich dann denkt, ah, okay, ist doch nichts. Aber dann hinterher. Dann kommen noch mal so zwei Münzen nebeneinander. Wo, also nicht direkt nebeneinander, sondern wo halt in der Mitte so eine Lücke ist. Und da ist dann eine Ranke versteckt. Ja, gut. So ist das in Ordnung. Auch das mit der Verwirrung, dass man so ein bisschen verwirrt wird. Dass man erst so denkt, ja, okay, da sind halt ein paar Münzen die ganze Zeit. Ist halt nichts. Aber doch... Doch, das hat mir doch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ah, schade. Hätte ich jetzt die mal 2 Karte bekommen, dann hätte ich aus den 3 Ups 6 machen können. Das wäre dann echt eine gute Ausbeute gewesen. Aber gut. Was soll's? Gehen wir weiter. Zu Level 3. Und das wird ein Unterwasserlevel, ne? Von Farbe, ja. Auch wieder mit einem Hub-Cheap? Kann das sein? Ja, mit Scrolling. Ist hier eine Blume drin? Ja, die hätte ich auch gerne. Oh. Stimmt, so ein Level gab es ja auch noch. Und tatsächlich, hier jetzt ab der 4. Welt, kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr... so an die Level erinnern. Deswegen muss ich die ganze Zeit wachsam sein. Nicht, dass hier irgendeine Gemeinheit kommt und ich dann da einfach nicht drauf vorbereitet bin. Okay, der Fragezeichenblock wurde jetzt so schnell zerstört. War da irgendwas... Wichtiges drin, vielleicht ein Stern. Aber wir haben Sternmünze Nummer 2. Also denke ich jetzt mal nicht, dass irgendeine Starcoin da mit zu tun hat. Okay, nice. Ich dachte mir schon, dass es hier in irgendeine Röhre reingeht. Aber welche genau, wusste ich halt nicht. Zum Glück war es dann die grüne. Und nicht hier die goldene. Weil, ja, ich habe halt 3 der 4 Röhren überprüft. Und wenn es dann die dritte gewesen wäre, es wäre ungünstig gewesen. Aber so haben wir jetzt auf... Ein Schlag, alle 3 Starcoins. Ja, jetzt nur noch ins Ziel, ne?
Die Viecher kann man tatsächlich nicht wegmachen hier. Aber brauchen wir auch nicht. Schwimmen wir einfach dran vorbei und das war's dann. Am Moment. So muss man das machen, ne? Ja, genau so. Wunderbar. Ja. Nice. Dann auf zum Tower, würde ich sagen, ne? Let's go. Ja, und der Fragezeichenblock. Ja, klar. Fliegt natürlich hier. Ah, da kommt aber ein neuer. Einer fliegt weg, aber es kommt auch ein neuer. Alles gut. Ist Lava Tower? Was? Wieder runtergedrückt wurde. Warum einen Mini-Pilz? Ja, gut. Das könnte so ganz geil sein. Nee, nee, nee. Ich denke, ich behalte den sogar erstmal, den Mini-Pilz. Der wird uns hier einiges erleichtern, denke ich. Eigentlich ist ein Mini-Pilz ja immer nicht so geil. Oh, was? Oh, war die Lava schnell oben. Okay, ich denke, ich bin an der ersten Starcoin vorbeigekrabbelt. Ja, schade. Ja, gut, was soll's. Was soll's. Passiert. Ich denke, wir werden aber auch... Ah, nee. Moment. Hier ist die dritte Starcoin. Ich wollte sagen, ich denke, wir werden auch die dritte Starcoin verpassen, aber nö. Okay. Ich dachte, ich falle in die Lava. Aber zum Glück nicht. Das kann man hier aber auch sehr schlecht machen mit Mini Mario. Es war mir so klar. Es war mir so klar, einfach nur. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass ich da sterbe. Weil den Bowser Jr. Fight mit Mini Mario, da musst du halt die Sprünge bzw. die Stampfattacken perfekt timen. Oder halt extra immer ein bisschen zu spät stampfen. Sodass du lieber zu spät als zu früh stampfst. Nein! Och komm ey! Ja gut. Mit kleinen Mario geht's, aber mit Mini Mario ist schwer. Gehen dann scheiß Panzer rein und dann mach den. Dort, zack. Ach so, ja, nee, ich wollte gar keine Stampfattacke machen. Egal, wir müssen ihn sowieso zweimal besiegen. Wir müssen hier sowieso noch ein zweites Mal rein, also von daher. Scheiß drauf. Tschüss. Ja, ich denke, wir speichern. Und gehen dann direkt nochmal rein. Kann man auch. Ja, aber viel schwerer als mit Mini Mario. Lohnt sich fast schon gar nicht. Denke, wir müssen jetzt auf der linken Seite vorbei. Kann es vielleicht sein, dass wir sogar hier diese Drehscheibe nutzen müssen? Naja, hier ist ja sowieso nochmal eine. Und tatsächlich, die muss genutzt werden. Dann kommt man hier an die Starcoin ran. Wunderbar. Jetzt halt nur noch hoch. Zack, zack.
So läuft das. Ah, da wäre ich fast zerquetscht worden. Alter. Ja. Und wenn kein Druck mehr da ist, dann kriegt man es auch locker hin. So. Komm, gib mir einen Panzer. Riss. Und stirb. Braucht er eigentlich weniger Hits mit der Feuerblume? Oh, was? Ja, komm. Wirf. Also er wirft ihn auf jeden Fall kräftiger. Wenn er nur noch ein Leben hat. Okay, das ist nice. Zumindest etwas. Ja gut. Denkern machen wir hier noch offen. So. Speichern hier nochmal ab. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in Level... Ich denke, hier in Level 4 wieder. Ja gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst und ciao.